Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir, wie du mit Hilfe des zweiten Strahlensatzes gesuchte Streckenlängen in ähnlichen Dreiecken berechnen kannst. In der abgebildeten Figur findest du zwei ähnliche Dreiecke. Einmal dieses Dreieck hier und dann noch dieses kleinere hier. Sie sind ähnlich, weil sie hier einen gemeinsamen Winkel haben und außerdem diese Strecke und diese Strecke parallel zueinander sind. Woraus folgt, dass auch diese beiden gelb markierten sowie diese beiden blau markierten Winkel paarweise gleich groß sind. Dadurch, dass in den beiden ähnlichen Dreiecken schon drei Strecken insgesamt bekannt sind, kannst du die Länge der noch fehlenden vierten Strecke, welche mit x bezeichnet ist, ausrechnen. Und zwar mit Hilfe des zweiten Strahlensatzes. Dieser besagt nämlich, dass in ähnlichen Dreiecken die beiden parallelen Seiten im gleichen Verhältnis stehen wie die Strecken auf den Strahlen. Übersetzt bedeutet dies, dass sich die 1,8 Meter zur Strecke x, das sind die beiden parallelen Strecken, genauso verhalten wie die 3 Meter zu den 7 Metern, welches ja die zugehörigen Strecken auf einem gemeinsamen Strahl sind. Ich habe hier also jeweils jene Strecken paarweise als Bruch, also als Verhältnis, zusammen notiert, welche einander im großen und im kleinen Dreieck entsprechen. So gehören einmal die 1,8 Meter und die Strecke x zusammen und dann noch die 3 Meter und die 7 Meter. Und so hast du jetzt eine Gleichung erhalten, welche du nach x auflösen kannst. Etwas blöd ist jetzt, dass das x hier unten im Nenner steht. Aber dieses Problem kannst du einfach so lösen, indem du das x und die 7 nach oben bringst, also in den Zähler, und dafür das, was im Zähler steht, also die 1,8 und die 3, nach unten nimmst. Zähler und Nenner tauschen also einfach die Plätze und die Gleichung ist trotzdem noch erfüllt. Nun kannst du nach x auflösen, indem du die gesamte Gleichung mal 1,8 nimmst, denn dadurch fällt 1,8 auf der linken Seite weg und du hast hier nur noch x. Und rechts bleibt dir dann 7 Drittel mal 1,8. Mit Hilfe deines Taschenrechners kommst du so für x auf einen Wert von 7 geteilt durch 3 mal 1,8, also 4,2 Meter. Und damit ist die Aufgabe gelöst und du weißt jetzt, wie du mit Hilfe des zweiten Strahlensatzes Streckenlängen in ähnlichen Dreiecken berechnen kannst. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir noch viel Erfolg mit den Strahlensätzen. Vielleicht hilft dir auch noch eines dieser beiden Videos hier von mir weiter. Bis bald!